Nein, das ist jetzt wirklich eine einzige Energieproduktion. Da werde ich auch nicht großartig was machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 10 zu 12. Und der Wasserdruck sollte ausreichen, weil es sind schon direkt zwei Leitungen. Das passt alles. So, dich tausche ich mal aus gegen den schnellen Greifarm. Da rein. Ja, jetzt produzieren wir lustigerweise ganz, ganz viel grüne und rote Tränke. Die schicke ich mal weiter. Dann könnten wir hier noch ein paar Forschungsstationen bauen, um unsere Forschung so ein bisschen zu beschleunigen. Weil wir haben ja Platz. Dieser ganze Müll, der man immer mit sich rumschleppt, ne? Spielst du XCOM 2 ohne Iron Man? Meinst du jetzt heute oder wann? Ich glaube, die Leute haben sich im Moment ein bisschen satt gesehen an XCOM. Weshalb ich jetzt gerade nicht so die... Ja, die Kohle und das Erz kann ich auch in die Schmelzöfen einfach legen, ich weiß. Ich glaube, heute werde ich kein XCOM 2 spielen. Ein Zuschauer. Ja, ich spiele heute noch was anderes. Wir spielen nachher noch was anderes. Nicht den Trenner. Mal eben unten reinsetzen, was ich so brauche. So, den... Bauen wir eben ein Labor und lass uns mal eben hochgehen und gucken, wie viele Streckenabschnitte wir jetzt auf Lager haben. Ha, die Kiste ist voll. Ach so, der produziert hier immer noch Stahl. Nach da unten drauf, aber warum? Ach, ich habe das irgendwann mal so angegeben, ne? Aber in Wahrheit soll er ja sich lang machen und nach oben produzieren. Mal da die paar Stahldinger mitnehmen.
So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch viele hier oben dazu kriegen. Werden wir gleich sehen. Eins, zwei, vielleicht. Mal gucken. Ruhe, Enkirot. Lass mich diesen Kreis bauen. Verdammt, es stimmt, jetzt geht grün und rot auf eine Seite. Dann lassen wir es so einfach stehen. So, das war ja da nur an der Stelle. Trinken leer. Ach, dann stellen die Sachen schneller her. Dann sollten wir das doch auch mal machen nachher. Es sollte eigentlich nicht laggen. Vor allem, weil ich seit gestern hier eine noch potentere Leitung habe und die nutze ich noch mal. Bist du gar nicht auf. Könnt ihr mal eben gucken, vor allen Dingen. Kann man inzwischen Qualität hier einstellen? Ich habe ja gestern den Vertrag rübergeschickt online an Hitbox und ich möchte mal wissen, wie lange die brauchen, bis das durchgearbeitet ist. Ich spekuliere mal, es geht noch nicht. Es wird wahrscheinlich ab nächste Woche Montag oder so gehen. Weil ab da kann ich dann auch anfangen, mal mit einer höheren Qualität zu befeuern. So, wenn ich direkt drüber baue, wird dann automatisch der andere da eingesetzt. Nö. Ich müsste ihn abreißen. Ah ne, das ist schon einer von den besseren. Zahnradproblematik oder? Du bist mir zu langsam, wir brauchen einen schnellen Arm. Und so wurde der langsame Arm ausgemustert gegen einen schnelleren.
So, knallt das Ding mal voll. Ah, da oben ist die Zahnradproduktion, die mir so auf die Eier geht. Moment, dann brauchen wir das Zahnrad eigentlich für die Produktion, ne? Genau. Und ich sehe, du lässt manchmal ein paar Dinger vorbeilaufen. Dann nehmen wir da auch einen schnelleren Greifarm. Ich lasse jetzt einfach voll laufen. Die sind ja inzwischen eh getrennt. Ah, es gibt keine schnellen, langen Greifer. Danke für den Tipp. So, und jetzt müssen wir mal hier die Produktion von den Zahnrädern verbessern. Vor allem, wenn ich das richtig sehe, liegen die eh falsch. Geh mal weg. Da können wir den besser ein Stück zur Seite rüberziehen. So, und die vier Öfen müssen wir austauschen. Du, 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 du. Man kann die Ressourcen im Spiel doch relativ unendlich fast einstellen. So, die Kohle wird da oben irgendwann enden. Ich versuche gerade wirklich einfach die Produktion ein bisschen anzuziehen. Ich brauche was zu trinken, ich habe hier nichts. Genau, jag das raus. Ich hoffe, die Platten kommen noch ausreichend nach. Ich sehe schon, das geht mit dem Erz gleich hier schief. Deshalb, lass uns den Strang einfach hier reinjagen. Wobei, das macht man dann besser mit einem Teiler, ne? Dann nehmen wir so einen schnellen Teiler. Ach, Entschuldigung, das war der falsche. Das war so ein unterirdisches Ding.
Da ist gerade eine gute Frage, warum ich die Zahnradproduktion von unten nicht nehme. So, dann jagt er nämlich die anderen leeren Felder zu und dann haben wir hier wirklich 100% Eisen drauflaufen. Da kommt das neue Erz. Bzzz. So, Objekte wurden beschädigt und zerstört. Irgendwo machen die mir die Mauer kaputt. Da unten links haben sie nämlich angegriffen. Und da war ich nicht drauf vorbereitet ordentlich. Das ist ja echt ätzend. Vor allem, dass ich das Ding ein Feld zu nah gebaut habe. Kriege ich wenigstens mal ein bisschen Munition. So, da sind die vorhin durchgebrochen. Ich brauche mehr Erz. Ich habe jede Menge Erz. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem brauchst du in dem Spiel immer mehr von allem. So ist mir das mal mit der Zeit aufgefallen. Wo ist er? Ach, da. Stimmt, da hat er rote Munition und hier machen wir wieder normale rein. So, das hat es hier erledigt. Das war Steinproduktion, Ziegel. So. Ich kann jetzt bestimmt mehr grüne Tränke hier lang schicken. Mein Gott, wie viel Greifarm habe ich denn da drin? Ja, ich habe keinen Platz, ist mir schon alles klar. Dann bleibt er erstmal drin.
Dich kann ich schon mal darauf einstellen, du sollst nur andere Greifarme, wenn sammeln. So, Stahlkiste da kurz hin. Können wir den eben abbauen. Einen großen Teil der Greifer schon hier drüben reinsetzen. Dann versuche ich mich oben noch weitere Produktionen zu machen für grüne Tränke. Ich glaube, das sollte dann eigentlich noch hinhauen. Und wo meckert der? Weil voll ist, ne? Ist nicht genug Platz, um mehr nochmal abzulegen auf das Förderband. Oh Mann. Zwei weitere Produktionen werde ich hier oben in die Ecke kriegen, ne? Oder eine wenigstens. So, wir haben lange Arme gehabt. So rum. Kurze Arme für den Greifer. Und kurz, um wieder raus zu den grünen Trank rauszugeben. So, schon geht's los. Der Rest wird ja erstmal weiterhin passen. Da hat er nämlich überhaupt nichts mehr zu tun, hoffentlich. Und die Greifer werden hier unten nicht mehr zugeballert in der Stahlkiste. So, 50 nehme ich aber einfach mal mit. Jetzt produziere ich eigentlich schon mehr grün als rot an Tränken für die Forschung. Jetzt lass mich mal kurz nochmal zwei Produktionen. Ne, drei Montagemaschinen, zwei. Die kommen da erstmal drüber. So, das sollte es gewesen sein erstmal. Hier, nimm mein Erz, was ich noch so rumliegen habe. Jetzt gerade hatte ich eine Idee, das muss ich aber jetzt gerade noch machen. Was war das denn? Erzproduktion erweitern. Erzproduktion, stimmt. Weil das Band sieht hier doch schon ein bisschen mager aus. Vor allem nach da, wo ich es dann für die Stahlproduktion abzweige.
Tja, sieht so aus, wenn das hier unten mal ein bisschen eng wird, oder? Das Falsche, den hier wollte ich. Einen ganz einfachen Teiler. Na? Ich weiß es schlecht, die schlagen auch durch die Wand. Aber wenn ich die Wand 2 dick mache nachher, dann ist das an der Stelle auch egal. Ich könnte die Wand auch verschieben, ja, aber ich mache die einfach 2 dick. So, jetzt mach schon mal den... das Schnellerteller, bla bla bla, den Teiler. Dann setzen wir hier noch ein paar Abbauproduktionen. Und den lassen wir hier oben in den schnellen Teiler reinfließen. Und schon... dickes Band. Meine Forschung ist auch einfach wundervoll. Die grüne Tränkeproduktion reicht vollkommen für die Anzahl von Forschungsstationen. Alles okay. Noch irgendwelche Produktionen, die wir gerade ein bisschen hochpumpen können. Das Erz wird jetzt gleich mehr hier. Der ist einfach voll. Ja, ist aber auch okay. Zahnräderproduktion ist auch voll. Für die Strecken ist auch voll, ist auch alles okay. Hier könnten wir eigentlich die 5 Stahldinger noch rausnehmen. Eisen, nicht Stahl. Kommt da jemals ein Greifarm an? Auch wenn nicht, ist es in Ordnung. Ja, passt doch. Jetzt müssen wir uns einmal wieder darum kümmern, dass wir irgendwie eine Steinwand weiter ausbauen können. Ich glaube, die einzige nächste Ecke, wo wir Steinwände hochziehen können. Ich glaube, da unten ist ein kleines Steinlager. Das Erz ist gleich weg, ist okay. Jetzt im Dunkeln sehe ich natürlich überhaupt nichts. Da sind 2 Mini-Dinger. Ja, die Mauer muss auch her. Ich brauche mehr Mauern. Die Schaltkreiseproduktion da oben ist wenig.
Stimmt, danke für die Info. Die kommt jetzt nicht mehr nach. Weil Kupfer nicht nachkommt. Stimmt, ich habe die Hochöfen hier nicht angefasst. Könnte jetzt wieder besser werden. Ja. Jetzt kommen die Schaltkreise auch schneller nach. Noch mehr grüne Tränke. So, 1000 Ziegel. Dann lass uns das doch einfach so machen. Setzen wir noch eine Montagefabrik 2 hier hin. Bum, 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 bum. Zehnmal Beton, 10 Wasser. Ach so, wegen der Laufgeschwindigkeit da drauf. Ja, ich weiß. Ja, die Forschung hat jetzt doch schon ganz schön Schub bekommen. Wann jage ich den einfach hier durch eben? Also das, den Stein, den ich noch habe. Die Ziegel. Und kann nachher die Mauern dann hier wegnehmen. Bloß nicht selbst produzieren. Dafür haben wir auch Maschinen. Man sieht, wie die Forschung rennt. Ach so, gerade nicht, weil ich habe auf was Blaues gedrückt, Entschuldigung.